kennen wir ja alle, aber was haben Sie denn da jetzt Neues? Ja, wir hatten uns mal überlegt, das Carrera-Auto nicht von oben zu zeigen beim Fahren, sondern wirklich einmal aus dem Cockpit rauszuschauen. Okay. Wie ist das, wie wenn ich auf einer Rennstrecke am Nürburgring selber im Auto drin sitze? Können natürlich die allerwenigsten. Bei uns ist es mit jedem Auto möglich. Ach, toll. Oder mit unserem Kamera jetzt möglich. Das heißt, ich schaue da rein und dann sitze ich genau wie im Auto. Genau. Ach, das ist ja toll. Also ist es so, wir haben da, das ist unser Kamerafahrzeug. Ja. Da ist, was man ein bisschen sieht, ist vorne die Kamera drin. Die schaut da raus. Ja. Hinten ist ein Funkprozessor. Mhm. Der funkt über, mit 5,8 GHz die Bilddaten. Funkt er die und haben wir eine Grille dazu. Die empfängt es. Können Sie das mal aufmachen, damit man mal sieht, wie das funktioniert? Ja, genau. Ich mache das mal auf. Ach, da sieht man mich ja jetzt. Ach, das ist ja toll. Ja, die Kamera filmt sie, funkt es an diese Brille. Ach, ja, und dann sieht man uns beide. Ja. So, das will ich jetzt mal ausprobieren, damit ich auch mal live im Auto bin. Einmal auf dem Nürburgring. Okay, also Sie nehmen den Handregler. In die rechte Hand, sind Sie Rechtshänder oder Linkshänder? Ja, Rechtshänder. In die rechte Hand. Wenn Sie draufdrücken, beschleunigt das Fahrzeug. Ah ja. Und halten sich das jetzt in dem Fall einmal vor die Augen. Ah ja, also ich halte es mir vor die Augen. Jetzt können Sie es drücken. Ah, so funktioniert es. Wow, jetzt bin ich endlich mal auf dem Nürburgring hier. Ist ja toll. Oh, jetzt geht es aber schneller hier zur Sache. Hi, ja, 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 ja. Durch den Tunnel. Durch den Tunnel. LED. Action. Oh Gott. Ja. Yeah. Und jetzt gehen wir gleich mit dem Flow. Ja, oh Gott. Aha, aha. Aha, aha. Hi, ja, ja. Da muss man echt aufpassen, dass einem da nicht schwindelig wird. Schaut sie mal, das ist ja Wahnsinn. Super. So ein bisschen Achterbahn fahren. Man sieht hier sogar auch noch die Windschutzscheibe, das ist ja Wahnsinn. Das ist auch eine gute Qualität.